Ganz strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und heute geht es um die Kaltakquise am Telefon oder auch in anderen Situationen. Denn es gibt mehrere Arten der Kaltakquise. Sei gespannt und switch jetzt rüber zum Video. Die Kaltakquise, die Königsdisziplin am Telefon. Normalerweise kennst du ja sicherlich diese Aussage. Und ja, es ist mal Fakt, dass die Kaltakquise am Telefon die Königsdisziplin ist unter den Akquise-Methoden im B2B-Bereich, im Telesales. Wenn du ein geiles Produkt hast, eine geile Dienstleistung hast, dann kannst du es über die Kaltakquise am Telefon verkaufen. Nur musst du strukturiert vorgehen mit einem Leitfaden, mit einem geilen Pitch, weil du hast ein geiles Produkt, eine geile Dienstleistung, die muss verkauft werden. Die kannst du nur mit der Kaltakquise verkaufen, um dein Produkt an den Markt oder an den Mann oder Frau zu bringen. Klar kann man auch Social Media nutzen als Marketinginstrument. Aber für den Verkauf ist immer noch die Kaltakquise im B2B-Bereich effektiver und es bringt viel mehr, weil du kriegst sofort Feedback von deinen Entscheidern, Entscheiderinnen. Aber es gibt noch mehrere Arten der Kaltakquise, wie du Kunden gewinnen kannst für dein Produkt, für deine Dienstleistung. Und zwar die Kaltakquise vor Ort beim Geschäftskunden. Du gehst vor Ort in einem Laden rein, guckst und schaust, ob die das Produkt oder Dienstleistung benötigen und suchst den Kontakt mit der Filialleitung, Marktleitung, Geschäftsleitung und redest mit ihm und stellst dein Produkt, deine Dienstleistung vor, weil du voller Überzeugung bist, dass du dieses Produkt da reinpasst. Aber es gibt auch noch die Kaltakquise auf Messen. Und zwar, du gehst als Messebesucher rein, guckst dir die Stände an von dem oder dem Unternehmen, wo dein Produkt passen würde und verkaufst es dort. Nimmst natürlich auch die Visitenkarten mit, um nochmal nachzufassen, ob es interessant klingt, dein Produkt bei der Firma zu platzieren, beziehungsweise auch Dienstleistung. Dann der nächste Punkt ist die Kaltakquise per Postmailing, E-Mail und ich spreche nicht von Newsletter. Manche machen da Newsletter ungefragt, aber das sollte man nicht machen. Ich sage dir dazu eine kleine Anekdote. Kaltakquise, Postmailing muss man immer die Einwilligung einholen von dem Gegenüber. Also ist es eigentlich nicht direkt die Kaltakquise beim Post- oder E-Mail-Link, sondern schon eher die Heißakquise, weil du darfst ja denjenigen anschreiben. Aber die meisten Unternehmen unterschätzen das oder machen das falsch. Gerade bei dem Post-Mailing und E-Mail-Mailing musst du die Einwilligung des Gegenübers einholen. Und das kannst du nur am Telefon machen oder auf Messen für deine Dienstleistung, für dein Produkt. Anders da würde es nicht funktionieren. Funktioniert es auch nicht, by the way. Das war das große Ganze der Kaltakquise am Telefon, das Kaltakquise die Königsdisziplin ist und ist ein geiles Tool für die Akquise im B2B-Bereich. Wenn du da mehr wissen möchtest,
dann lass es mich wissen. Schreib es gerne unter die Kommentare. Gib dem Video ein Like. Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann abonniere meinen Kanal und stell die Glocke an. In diesem Sinne, dein Michael.